Nein? Ja? Okay. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Zu einer halben Stunde Bauchintensiv. Stopp nochmal. Ja, ich sehe es schon. Schwarzer Bildschirm. Hallo, habt ihr mich wenigstens gehört? Hallo, herzlich willkommen zu Bauchintensiv. Schön, dass du dabei bist. Wir machen jetzt eine halbe Stunde lang Bauchtraining. Wir starten direkt auf der Matte auf dem Rücken. Und als Unterstützung habe ich die Valerie dabei und die Anne. Also komm direkt mit runter, leg dich ab auf den Rücken und wir beginnen unser Warm-up. Also schon Crunches. Das heißt, Füße sind aufgestellt, Schultern erstmal locker, Hände eher an die Schläfe nehmen, Kinn Richtung Brust, Bauchnabel zieht ein, unterer Rücken drückt in die Matte und dann kommen wir zwei Zeiten hoch und wieder tief. Roll dich langsam auf und wieder ab. Ohne am Kopf zu reißen. Nutz gerne die Atmung in der Bewegung aus, wenn du hochkommst, und ein, wenn du tief kommst. Achtmal mehr. In den ganzen Radius war deiner Bewegung. Es muss am Anfang noch nicht so groß sein. Wir haben noch vier. Letztes Mal, Rhythmuswechsel, ganz langsam, vier Zeiten. Vier, drei, zwei, langsam wieder tief. Einmal mehr. Und tief. Rhythmuswechsel. 3 zu 1 langsam. 3, 2, 1 und tief. Drückt der untere Rücken noch in die Matte. Viermal mehr. So, vielleicht merkst du jetzt schon, dass du ein bisschen höher kommen kannst. Dann wechseln wir den Rhythmus. 1 zu 3. Hoch und kontrolliert abrollen. Deine Nasenspitze folgt dem Blick von der Decke zu den Oberschenkeln. Achtung, Single Tempo. Hoch und Mitte. Leg den Kopf nicht mehr ab. Und presst den Bauch bewusst zusammen. So, bevor wir einschlafen, 8 Stück noch. Noch 4. Letzter. Dann lass den Oberkörper einfach mal liegen. Nimm die Arme neben den Körper. Ganz entspannt. Wir gehen eine Runde in die Beine. Für den Bauch natürlich. Aus dem rechten Winkel vorderes Bein hoch. Hinteres Bein kommt dazu. Und beide gleichzeitig langsam tief. Nochmal, hoch, andere Seite und dann versucht den rechten Winkel drin zu behalten. Der Fokus liegt beim Absetzen der Beine, also nimm die Bauchspannung nochmal wahr. Beim Absetzen, wir vermeiden das Hohlkreuz. So, wir werden ein bisschen schneller. Single Tempo. Hoch, hoch und zwei Zeiten tief. Kleiner Tipp, wenn du es leichter möchtest, beim Absetzen, nimm die Füße näher zum Gesäß, das ist leichter. Wenn du die Challenge möchtest, nimmst du die Füße weiter weg. Wenn du sagst, Mensch, ich bin warm, ich kann schon anfangen, leg die Füße nicht mehr ab, sondern streck sie in die Länge. Ranziehen und lang strecken. Rechter Winkel und gerade. Auch hier kannst du mit dem Winkel spielen. Alles Richtung Decke ist leichter.
alles Richtung Boden, ohne abzulegen, ist schwerer. Denk an den unteren Rücken. Letztes Mal, Single Tempo für beide Seiten. Ranziehen und wegschieben. Wenn du noch am Boden bist, kein Problem. Hoch und tief im Wechsel. Noch 8. 7. Der Nacken ist wieder entspannt. Letztes Mal. Dann setzt die Beine wieder ab, die Füße. Kurz locker machen in den Beinen. Und wir gehen nochmal eine Runde in den Oberkörper. Starten nochmal mit den Crunches, mit den Sit-Ups. 2 Zeiten hoch und 2 Zeiten tief. Und zwar jetzt hoch und tief. Atme gleichmäßig weiter. Dann kombinieren wir mit einem Twist. Komm erstmal hoch. Schau zu mir. Rotation Oberkörper. Zurück zur Mitte. Und ablegen. Gleiches Spiel, andere Seite. Erstmal hoch. Twist in der Luft. Zurück. Noch einmal pro Seite in den Tempo. Löst die Schultern. Und dann wieder ablegen. Letztes Mal in dem Tempo. Und dann werden wir auch hier wieder ein bisschen schneller. Single Tempo. Hoch, Twist, Twist und zurück. Genau, immer im Wechsel die Seite. Auch hier atmen. Aus und ein. Die letzten 4 pro Seite. Halbzeit für die Twists. Und ein letztes Mal pro Seite. Und den Oberkörper ablegen. Schultern kurz entspannen. Wir gehen nochmal in die Beine. Und zwar starten wir mit beiden Beinen parallel im rechten Winkel. Unterer Rücken drückt wieder in die Matte. Ähnlich wie gerade eben. Erstmal Richtung Decke. Hoch und wieder anwinkeln. Gleiches Spiel nach oben. Und anwinkeln. Hier passiert noch nicht so viel. So, wir bauen auf. Erst nach oben für unsere Pause und dann lang über den Boden und wieder ranziehen. Nochmal nach oben. Alternative. Füße Richtung Boden, absetzen und wieder ran. Rechter Winkel Richtung Decke. Rechter Winkel und lang oder absetzen. So, wir bringen gleich ein bisschen Hüft-Action mit rein. Das heißt, der Bauch ist wieder involviert. Der Hip-Lift. Ein kleines bisschen nach oben. Du hast lang genug Zeit für die Pause. Hoch, tief, entweder lang oder absetzen. Atme aus, wenn du nach oben kommst. Nur noch 4. Drei. Ein letztes Mal. Zieh die Beine ran. Schnapp mit den Armen die Schienbeine und gönn dir eine kurze Pause. Wir gehen gleich nochmal in den Hip-Lift und nehmen einen kleinen Twist wieder mit rein. Also den Korkenzieher, deine Alternative, in deinem Tempo, nur nach oben, ohne Rotation. Gut.
Wir starten direkt oben, die Arme neben den Körper, Schultern locker, Bauch natürlich fest und Single Tempo, hoch und tief. Erstmal gerade. Atme immer aus, ein, aus und ein. So, und wenn du das hast, der Korkenzieher hier ist eine Rotation in der Luft von einem Arm zum anderen. Twist von Seite zu Seite. Lass den Kopf entspannt. So, kannst du die Füße noch ein bisschen höher Richtung Decke schieben? Die letzten acht. Nur noch vier. Letzter. Dann kommt wieder zur Mitte. Schnapp dir wieder die Beine, kurze Pause. Schultern locker. Wir benutzen nochmal die Beine, legen den Fokus aber in den Oberkörper. Jetzt nimm die Füße ein bisschen weit nach außen, nicht zu weit. Und nimm die Hände nochmal in die Schläfe. Unterer Rücken drückt in die Matte, zwei Zeiten. Sit up. Und wieder tief. In der Bewegung guck dir erstmal die Beine an. Die bleiben fest. Also was ich nicht sehen möchte, ist, dass du irgendwie wackelst, sondern wirklich alles in den Boden schiebst. Wenn du das hast, nimm die Arme Richtung Füße, Richtung Zehenspitzen. Auch hier atme aus und ein. Aus dieser Übung gehen wir langsam in die Diagonale. Erstmal zu mir, hoch. Tief im Wechsel, hoch und tief. Wir haben wieder eine Rotation im Oberkörper. Drück dich gerne mit der Schulter raus und löst die andere natürlich von der Matte. Viermal mehr. Wenn du jetzt sagst, es geht gar nicht mit den gestreckten Beinen, kannst du immer die Füße aufstellen und mit der Hand in Fläche Richtung Knie. Wir werden ein bisschen schneller. Hoch und tief. Nacken bleibt lang. Acht mehr. Sieben. Vier. Wir bleiben auf einer Seite im Single, gleiches Tempo, nur auf einer Seite zu mir. Beine bleiben fest. Noch vier. 3. Seitenwechsel. Atme aus und ein. Noch 4. 3. 2. Nochmal die vordere Seite. 4. 3. Und die andere Seite. Wechsel. 4. Vordere Seite 2 und Rückseite 2. Ihr merkt, es wird immer weniger. Single Tempo. 1 und 1. Bleibt dabei. Kriegen wir das hin? Tempo. Kleiner Tipp von mir. Roll dich einfach von einer Schulter auf die andere. Nutz den Schwung ein bisschen, um weiter nach oben zu kommen. Aber der Bauch bleibt trotzdem fest. Die letzten. 8. 7. 4. 4. 3. 2. Oberkörper ablegen. Beine gerne absetzen. Beine ausschütteln. So. Der Nacken braucht wieder eine Pause bei mir. Zumindest ein bisschen. Und wir gehen nochmal in die Beine. Nutzen die das Gewicht der Beine. Starten von oben. Die Arme legst du entspannt an die Seite.
wieder den Bauchnabel einziehen und dann laufen wir die Leiter. Tief und hoch. Das heißt, einmal beugen und wieder strecken. Alles, was tiefer geht, bricht Boden, gibt mehr Spannung in den Bauch. Und alles, was weiter oben bleibt, ist entspannter. Wir werden ein bisschen langsamer. Es gibt ja nochmal die Möglichkeit, in der Streckung den Bauch zu spüren. Ein letztes Mal. Hier oben, Füße fest, öffne weit und erstmal langsam zu und auf. Und so den ganzen Weg nach außen. 4, 3, 2, dann wird schneller und kleiner. Zu und natürlich regional. Nicht schwach im Rücken, Bauch fest. So, eventuell darfst du die Beine natürlich tiefer nehmen. Wenn du aber merkst, du kommst ins Hohlkreuz, komm wieder nach oben. Und bewusst die Beine. 3, 2, 1 und nimm die Füße nochmal zusammen, kurz ausstrahlen lassen und dann ranziehen. So, was sagt die Uhr? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir die Beine nochmal lang und öffnen. Alles rückwärts ötzen und dann gehen wir an die Leiter. Wir warten auf den Einsatz. 4, 3, arbeiten erstmal wieder langsam. Zu, auf. Bevor wir das Tempo wechseln, wandern wir erstmal mit dem Kreuzen etwas tiefer und dann wieder nach oben. Tief und hoch. Nur noch zweimal. Letztes Mal. Dann bleib da, wo du bist und werd wieder schneller. Zu, auf. Und wenn du jetzt sagst, mir fallen irgendwann die Beine ab, mach eine Pause. Und die anderen machen weiter. Okay. So, du darfst auch wieder hier. Tief. Oh, oh, die Pause. Let's go. Füße oben halten. Und die Leiter. Langsam, tief, tief. Mach's doch schnell. Naja. Dann langsam nach oben. Tap. Langsam wieder tief. Gleich Pause. Ein letztes Mal hoch. Letztes Mal tief. Und hol die Beine ran. Oder ausschütteln, je nachdem, wie du es lieber magst. Dann hol Schwung. Und wir machen weiter im Seitstütz. Such dir eine Seite aus. Jo. Beine sind jetzt futsch. Ellbogen unter der Schulter.
Stufe 1, unteres Knie bleibt am Boden, nimm die Hüfte raus aus der Matte, öffne die Brust und halte erstmal hier. Das ist immer deine Option, unteres Knie am Boden. Wir wissen, wie es weitergeht, löst das untere Knie. Bring Länge in die Beine, achte nochmal auf deine Hüfte und schieb sie ein bisschen höher. Und halten. 4, 3, 2, was kommt? 8 mal mehr. Wir halten einfach mal nur. Statische Übung, sind ganze Tropfen bei mir. Und noch 4, 3, 2, dann in die Bewegung rein. Single Tempo, Hip Lift, hoch und tief. Optional. Immer das Knie absetzen, mit der Hüfte arbeiten, untere seitliche Bauchmuskulatur. Die letzten 8, wenn es gar nicht geht, halten ohne Bewegung. 4, 3, 2 und langsam lösen. Einmal kurz hinsetzen. Bevor wir die Seite wechseln, gehen wir erstmal in die Stützposition. Viertfüßlerstand. Das heißt, deine Option, Knie bleiben am Boden, so fangen wir an. Hände sind unter den Schultern, Zehenspitzen sind aufgestellt, dann kommst du erstmal in den Fersensitz und wieder nach vorne. Passiert noch nicht viel. Zurück und vor. So, wir nehmen die Hände jetzt erstmal ein Stückchen weiter nach vorne und setzen uns wieder zurück und vor. Der Radius hat sich nur minimal vergrößert, es ist noch nichts passiert. Lösen jetzt gleich die Knie von der Matte und kommen dann in den Stütz. Wieder zurück, pro tief. Geht auch zusätzlich in den Rücken. Der ist immer irgendwo dabei. Viermal mehr. Verlagern Gewicht von hinten, von den Füßen, nach vorne zu den Händen. Und wenn wir dann bei den Händen sind, nehmen wir einfach noch einen Mountain Climber mit rein. In die Diagonale. Zurück. Und Diagonale im Wechsel. Alternative. Knie bleiben am Boden. Und nach vorne. Tief. Und im Wechsel. Du kannst auch die Rotation weglassen und gerade gehen. Die letzten 4. Kannst du mit dem Knie deinen Arm berühren? Ich würde sagen, wir machen noch 4. Nur noch 2. Und langsam lösen. Knie abgesetzt zu den Fersen. Kurz Entspannung für die Arme, für die Schultern. Und aufrichten. Letztes Set. Seitliche Stütz. Denk dran, wir wechseln jetzt die Seite. Also nicht zweimal die gleiche machen. So musst du nachher zweimal die andere machen. Stufe 1. Hüfte raus. Schultern weg von den Ohren. Oder Stufe 2. Oder Stufe 3. Und ihr wisst, statische. Erstmal nur halten. Atme nochmal ein. Und mit der Ausatmung schieb die Hüfte ein bisschen weiter nach oben. Vier. Drei. Zwei. Hüfte, Single Tempo, hoch und Mitte.
Ja, lass die Hüfte nicht immer sacken, fallen, sondern immer nach oben ziehen. Ich zeige euch liebend gerne die Alternative. Nur noch 8. 7. 4. Letztes Mal. Kommen in den Unterarmstütz und wir halten. Letzte statische Übung, bevor wir uns ablegen. Auch hier die Alternative, wenn es gar nicht mehr geht, bevor du den Bauch ablegst. Ansonsten Po fest. Schieb die Ferse mal weg. 4. 3. 2. Und langsam ablegen. Bauch ablegen. Mach dich lang. Wir brauchen was Ruhigeres. Entspann dich ein bisschen. Mach dich erstmal in den Armen. Stirn darfst du ablegen. Dankeschön. So, genug entspannt. Nimm die Hände neben die Brust und schieb dich nochmal zurück in die Kindspose. Einfach in den Fersen, sitz weit zurück. Du darfst auch hier wieder die Stirn auf den Boden ablegen und die Schultern entspannen. Du darfst dich auch gerne noch kleiner machen und die Hände neben die Füße legen. Dann bring die Hände wieder nach vorne und wir kommen in den Vierfüßlerstand. Zehenspitzen aufgestellt, Bauchnabel eingezogen, mach dich einmal rund und im Wechsel komm tief. Der Kopf geht mit, schaut nach unten und nach vorne. Noch zweimal. Letztes Mal. Dann komm in die neutrale Position, bring das Gesäß zu den Fersen, richte dich auf und bring einen Fuß nach vorne, stütz dich ab, komm nach oben in einen ungefähr hüftweiten Stand, Beine sind leicht gebeugt und wander mit den Händen zu den Kniescheiben, Schienbein und dann lass dich einfach mal im Oberkörper hängen, die Beine dürfen gebeugt bleiben, der Kopf ist schwer. Dann greif mal die Arme mit den Händen ineinander in die Ellenbeuge und lass dich hängen oder schaukel sanft von einer Seite zur anderen. Komm langsam wieder zur Mitte, bring die Hände hinter den Körper, bring die Fäuste nach oben, nochmal für die Schulter, Schulterblätter pressen zusammen. Und dann bleib genau in der Position und lass dich einfach mal hängen mit den Armen, mit den Händen über den Kopf. Und wir lösen wieder auf, die Hände kommen nochmal tief und dann roll dich langsam auf. Kreis nochmal mit den Schultern. Hände eng an den Körper, Kopf neigt nach rechts, linke Hand schiebt Richtung Boden, damit du eine Spannung hast in der Seite. Dann roll langsam über die Vorderseite. Nach links. Linkes Ohr zur linken Schulter. Atme nochmal ein. Und mit der Ausatmung die rechte Hand tief Richtung Boden. Dann wieder locker werden. Also nicht verkrampfen hier oben.
Ein letzter Atemzug. Und rolle über die Vorderseite zur Mitte. Schau nach vorne. Ein letztes Mal kreisen. Und dann bedanke ich mich, dass ihr mitgemacht habt bei einer halben Stunde Bauchintensiv. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis Montag. Tschüss. Jetzt gehen wir erstmal duschen. Alle zusammen. Boah.